Ja, jetzt sitze ich hier und warte auf meinen Flug, der geht in 3,5 Stunden. Bin ganz schön gespannt, ob das dann alles ankommt und ja, ich hoffe einfach mal, dass alles klappt. Ohne 1 Kilometer gefahren zu haben, bin ich jetzt schon mal fix und fertig. Der das Gepäck aufgeben, hat alles problemlos geklappt. Das Fahrrad ist jetzt auch weg, das Gepäck ist weg. Aber hier gab es ein paar Probleme beim Security-Check. Und zwar wurde mir erst mein Fahrzeug weggenommen, das haben sie dann leer gemacht. Dann ist es wiedergekommen und dann durfte ich noch zu Gepäck nach Kontrolle, weil ich ja überraschenderweise beim demontierten Fahrrad Werkzeug dabei habe und auch ein Fahrradschloss. Die haben sich das kurz angeguckt, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt kann es endlich losgehen. So, da bin ich nun in Norwegen. Ja, sind jetzt noch so in etwa 30, 35 Kilometer, bis ich in Trondheim bin. Und ja, ich werde mir dann erstmal die Stadt ein bisschen angucken. Noch zum gestrigen Tag. Ich bin gestern kurz nach 11 mit dem Flugzeug angekommen, habe mein Gepäck relativ schnell auch bekommen. Allerdings war beim der Fahrerkarton unten komplett aufgerissen und ich hatte schon Panik, dass was mit dem Rad kaputt ist. Ja, dann bin ich erstmal raus in den Vorgepäckraum und beim Vorgepäckraum habe ich dann das Rad zusammengebaut und habe festgestellt, dass es im Großen und Ganzen schon ganz geblieben ist. Bei mir hat es halt nur bei der Gabel, wo das Rad reinkommt, diesen Abstand ein bisschen zusammengedrückt. Also konnte ich mit dem Maulschlüssel wieder aufbiegen. Naja, bis ich dann dort loskam, war es um 1 oder sowas. Dann bin ich noch 8 Kilometer gefahren und letzten Endes habe ich einen schönen Platz zum Schlafen gefunden. War um 2 im Bett und habe dann bis 7:45 oder sowas geschlafen und naja, jetzt 8:45, das Ganze zusammenpacken und so weiter. In Melhus, das ist so 20 Kilometer nach Trondheim. Das heißt, die ersten 20 nach Oslo sind geschafft. Und das, was ich gerade Schönes gesehen habe, es sind 520 Kilometer bis nach Oslo. Oppdal ist so der Ort, wo ich wohnen möchte. Und das heißt, ich habe dann heute Abend weniger als 500 Kilometer noch von mir. Da steht nun das Zelt irgendwo mitten in der Pampa an irgendwo. Ja, ich bin heute gute 87 Kilometer weit gekommen. Es war doch anstrengender als gedacht, weil schon von Anfang an hoch und runter ging an der Küste. Und das ist dann auch später nicht besser geworden. Im Gegenteil, kurz vor Schluss kam dann nochmal ein richtiger Anstieg. Eigentlich die letzten 10 Kilometer nur bergauf. Ja, ich habe mir vorhin noch ein paar Knöpfle mit Salami gekocht, was eigentlich ganz gut geschmeckt hat. Ansonsten habe ich heute meine Handschuhe neu organisiert, nachdem ich einen verloren hatte. Ja, habe alles eingekauft und im Großen und Ganzen war es eigentlich ein recht schöner Tag.
Die letzten 15 Kilometer waren unglaublich schleppend. Ich glaube, ich hatte einen Schnitt von 7 km/h oder so. Es ging irgendwie die ganze Zeit nur bergauf. Das waren 700 Höhenmeter, 600 Höhenmeter auf diesen 10 Kilometern. Und ja, unglaublich anstrengend. Naja, aktuell habe ich heute irgendwas 55 Kilometer geschafft, was eigentlich auch echt nicht viel ist und auch nicht so gut für die Strecke, die Zeit. Ja, aber ich hatte auch den ganzen Tag heute so ein bisschen mit Knieproblemen, bin deswegen ein bisschen langsamer gefahren, als es eigentlich gegangen wäre. Ich bin heute auf einem Zeltplatz und ja, generell war dieser Tag heute mega, mega anstrengend. Also ich glaube, ich habe irgendwas einen 14er Schnitt knapp. Das spricht für eigentlich schon Bände, da ich normalerweise so mit dem Reiserad 17er bis 18er Schnitt schaffe. Ja, unglaublich, eigentlich den ganzen Tag nur bergauf gekurbelt und nur zum Schluss dann mal 10 Kilometer, wo es bergab ging. Eieiei, echt total im Arsch. Mein Knie habe ich vorhin noch ein bisschen gemerkt. Ich habe es vorhin noch mal schön mit Salbe eingeschmiert. Ich hoffe mal, dass es morgen früh weg ist. Morgen geht es dann Richtung Ringebu oder wie auch immer das Ort heißt. Das sind 120, 125 Kilometer, werde ich wahrscheinlich nicht ganz schaffen. So dass ich zwischendurch irgendwo schaue, dass ich mein Zelt aufschlagen kann. Ein Troll, ein ganz großer Troll im Obtal. Zu den letzten beiden Tagen, die waren auch wieder mega, mega anstrengend, also unglaublich. Gestern bin ich bis kurz nach Voldal gekommen, das waren so 20 Kilometer danach. Es ging früh erstmal knappe 50 Kilometer bergauf durch ein wunderschönes Tal, vorbei an Bächen, Wasserfällen, ja, ein paar Berge, echt richtig schön. Aber halt alles bergauf. Naja, und dann ging es erstmal ein Stückchen bergab und dann wieder bergauf. War gestern echt ein richtig schöner Tag, so im Großen und Ganzen. Gezeltet habe ich dann irgendwo mitten in der Pampa an dem Fluss, was auch schon echt schön war. Aber mit extrem viel Mücken, was wiederum nicht so schön war. Naja, heute habe ich überhaupt nicht gefilmt, weil es den ganzen Tag durchgeschifft hat. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so einigermaßen ein bisschen sieht. Alles nass und patschig und früh. Ja, ich habe heute aber 125 Kilometer geschrubbt, weil ich gestern noch ein Zimmer hier in Lillehammer gebucht habe. Und das war echt eine richtig weise Entscheidung. A, war das Zelt heute früh dann doch nass. B, eine warme Dusche ist unersetzlich. Und das dritte, ich habe ein Bett mit Frühstück morgen. Und das Ganze für 36 Euro. Echt gut. Ja, und ich werde das morgen auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, mal so 60, 65 Kilometer anpeilen, schätzungsweise. So, wir haben heute Sonntag.
Und nach dem gestrigen Kackwetter scheint jetzt endlich auch die Sonne wieder. Und ja, mein Knie ist auch eigentlich wieder ganz okay. Also ich möchte natürlich nur ein bisschen, aber naja, wenn ich heute nicht ganz so weit fahre als geplant, sind heute so 60, 70 Kilometer oder sowas in der Größenordnung, dann sollte ich es eigentlich in Grenzen halten und morgen wieder einigermaßen bezahlen. Und ja, ich bin heute echt mega dankbar für dieses Wetter und auch diesen schönen Ausblick hier auf den See, da hinten ist noch Hüllehammer. Über diese Brücke geht es jetzt gleich. Ich schätze mal, die ist mindestens Kilometer, wenn nicht noch länger. Und irgendwo da hinten, also ich schätze mal so in diesem Bereich, dürfte dein Hanar liegen. Ich befinde mich jetzt nun kurz vor Hammer, also eigentlich direkt beim Ortseingang Schuld. Ja, der Tag heute war im Großen und Ganzen schön, also hat richtig schön begonnen. Die Landschaft war total schön, vom Fahren her ging es gut, kam gut vorwärts. Nur dann so kurz vor der Mittagspause, also um 2:15, habe ich mein Knie dann doch wieder ganz schön doll gemerkt und da ging es auch noch bergauf. Und ja, diese 20 Kilometer jetzt noch hierher, also insgesamt waren es halt 60, war eine ganz schöne Quälerei dann noch. Und ich hoffe einfach mal, dass mein Knie morgen wieder deutlich besser geht. Und ja, ansonsten habe ich heute noch eine Trinkflasche verloren, die ich am Oberrohr habe. Finde ich ein bisschen nervig, schade. Ich hoffe, dass ich die morgen oder spätestens übermorgen in Oslo ersetzen kann, dass ich da eine neue habe. Und ansonsten hatte ich vorhin überlegt, auf den Campingplatz zu gehen, der hätte 190 Kronen gekostet. Und als ich dort bei der Rezeption war, stand, dass die schon dazu haben. Und da habe ich mir gedacht, könnte ich kreuzweise, fahre wieder ein Stückchen zurück und jetzt habe ich ein ganz schönes Stückchen Wald gefunden. Ich war die letzten Tage mit der sprachlichen Dokumentation bin ich zurück. Ich glaube, das letzte Mal habe ich, bevor ich in Oslo war, so ein bisschen über den Tag erzählt. Das ist jetzt schon 4 Tage her. Was ist so in den 4 Tagen passiert? Ich habe mich generell entschieden, von Hamar den Zug nach Oslo zu nehmen, da ich mit dem Knie nach wie vor Probleme hatte. Ja, gesagt, getan, früh den Zug nach Oslo genommen und dann habe ich mir 2000 Tage in Oslo gegönnt, habe mir die Stadt ein bisschen angeguckt. Hier habe ich auch ein paar Videos gemacht davon, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Nach den 2 Tagen Oslo hatte ich dann Schwein, dass ich im Zimmer einen spanischen Physiotherapeut mit hatte, der mein Knie und mein Bein ein bisschen durchmassiert, danach war es schon deutlich besser. Den Tag drauf ging es dann auch anfangs, aber es ist dann irgendwie im Tagesverlauf auch schlechter geworden. Und ja, so habe ich mich dann einfach am Abend entschieden,
den Zug zu nehmen. Das war in der Nähe von Sarpsborg, also kurz vor der norwegisch-schwedischen Grenze. Hab dann den Zug nach Göteborg genommen, von Göteborg nach Malmö und bin dann gestern nach Trelleborg geradelt noch 35 Kilometer und hab dann die Fähre wieder nach Rostock genommen und fahre jetzt nach Hause. Mein Fazit zu der Tour. Insgesamt eine wirklich schöne, abwechslungsreiche Tour mit unendlich vielen Bergen und unendlich viel Wind. Generell wahrscheinlich die anstrengendste Tour, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, es waren gute 600 Kilometer in einer knappen Woche. Davon hatte ich 2000 Tage. Das heißt, am Tag waren so um die 100 Kilometer jeweils, 80 bis 100 Kilometer, die ich geschafft habe. Ja, es ist halt nach wie vor schade, dass ich es abbrechen musste. Ich glaube, im Nachhinein gesehen würde ich es auch tatsächlich andersrum fahren. Von Süd nach Nord, da der Wind einfach immer von Norden kommt. Ja, ansonsten Norwegen echt schön, schön abwechslungsreich, schöne Landschaft, aber auch ziemlich teuer.